Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Herzlich willkommen. Bisschen was gegessen. Und zufällig auch ein 100er Bummels gefangen. Mehr dazu demnächst. Das ist jetzt nicht das Thema von dem Video heute. Und zwar, es gibt Neuigkeiten. Ich weiß, will nicht sagen, dass das Valentinstag-Event angekündigt wurde, weil eigentlich hat das gar nichts mit dem Event zu tun. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Neuigkeiten. Und zwar, Moment, ich mach mal das Licht an. So, es gibt echt eine Menge Neuigkeiten. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das ein Valentinstag-Event nennen kann. Weil es gibt kein Doppel-Irgendwas, kein Extra-Irgendwas. Es gibt halt neue Sachen, neue Pokémon. Erstens, ab heute, also eigentlich morgen, aber ich lade das Video erst am nächsten Tag hoch, gibt es Rayquaza. Rayquaza ist da. Rayquaza ist das nächste Legendäre. Es wurde vermutet. Und es stimmt jetzt auch. Alle Spekulationen mit Mew und Latios, 6. Valentinstag, vorbei. Rayquaza, der nächste, wurde stark genervt. Ich mache noch ein Video dazu, was gut gegen Rayquaza ist, wie viel WP 100% hat und sowas. Also ich kann jetzt schon mal sagen, Eis richtig krass gegen ihn. Frage ist halt nur, was gute Eis-Pokémon sind. Aber wie gesagt, mehr dazu im nächsten Video. So, dann wurde jetzt halt das angekündigt. Neue Höhenregion-Pokémon, sprich neue Gen 3-Pokémon, die nächste und womöglich auch letzte Welle. Mit Brutalanda, Metagross. Also jetzt geht's endlich ab. Ab dem 9. Februar kommt zum ersten Mal das legendäre Pokémon Rayquaza. Er steigt aus der Ozonschicht herab. Okay, krasser Typ. Und vom 9. bis zum 13., also 4 Tage, also dieses Wochenende jetzt, gibt's nur Gen 3 Pokémon. Sprich, eine gute Zeit für Purge. Erhöhte Chance auf die neuen Sachen. Mal schauen, ob wir eine machen werden. Aber momentan läuft eh Dauer-IV bei uns, also bin gespannt. Also das waren die ersten zwei Ankündigungen. Ab dem 9. Rayquaza. Vergesst nicht, Kyogre ist am 14. weg, das heißt, die überlappen sich für ein paar Tage. Und ab dem 9. für 4 Tage gibt es nur Gen 3 Pokémon. Und die neue Welle von Gen 3 Pokémon ist am Start. So, was gibt's noch? Der nächste Punkt, meiner Meinung nach sehr interessant. Über den reden echt sehr wenige Leute. Neue Raid-Bosse. Da steht's. Auch andere Pokémon aus Eiern und neue Pokémon sind in der Arena in deiner Umgebung in Raid-Kämpfen verfügbar. Neue Raid-Bosse, neue Solo-Raids, neue Duo-Raids. Los geht's. Das taugt mir eigentlich am meisten, okay? Und dann, vom 9. bis zum 23., das sind 2 Wochen, 14 Tage, jetzt kommt das Event, gibt's halt wieder diese Aktion, diese Boxen. Raid-Pässe, Brutmaschinen, Sternstücke. Ich brauche eigentlich nur Raid-Pässe. Und bis zum 23., also 2 Wochen, dauern Module 6 Stunden. Das war genau wie letztes Jahr. Habt ihr gesehen im Video, wie ich das erwähnt habe? Nur Doppel-Candy fehlt. Kein Doppel-Candy, kein Doppel-Staub, kein Doppel-EP. Es fehlt einfach dieses Event-Ding. Diese Besonderheit für ein Event. Es gibt neue Pokémon, aber neue Pokémon haben nicht unbedingt was mit einem Event zu tun. Die sind bisher auch einfach so gekommen. Es waren echt eine Menge Neuigkeiten. Rayquaza ist am Start. Reste Gen 3, Brutalanda, Metagross, was weiß ich, was da noch ist. Neue Boxen, 6 Stunden Lockmodule. Und dieses besondere Etwas für ein Event, das fehlt mir noch. Ich denke, das wird noch kommen. Wenn nicht, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung. Auf was für ein Pokémon freut ihr euch noch von der letzten Welle? Rayquaza, mehr dazu demnächst. Eure Meinung zu Rayquaza, wie findet ihr den? Dann zu den neuen Raids. Was wollt ihr als Raid-Boss sehen? Und dann zum Schluss, zum Event. Wie findet ihr das als Valentinstag-Event? Denkt ihr auch, seid ihr auch der Meinung, dass da noch dieses Besondere, dieses gewisse Etwas fehlt, um es zu einem Event zu machen? Alles unten in die Kommentare. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.